Hi, ich bin Nathalie und diese Woche gibt es bei Place to Be Stars und Stories von und mit Fußballer Neymar, Schauspieler Dwayne The Rock Johnson, Sängerin Shireen David und vielen, vielen mehr. Es dreht sich natürlich alles um die kleinen Mäuse und es ist alles neu und aufregend und spannend. Was uns Model Scarlett Gartman-Reuss über das Leben als Mutter erzählt hat und wie man ganz besonders schnell zum perfekten After-Baby-Body kommt, das sehen wir gleich. Jetzt erstmal das Weekly Update. Die Zwillinge Tom und Bill Kaulitz sind diese Woche 31 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass hat Toms Ehefrau Heidi Klum eine Party geschmissen. Gefeiert wurde im heimischen Garten in L.A. mit Pavillon, Pool und Lichterketten. Neben einem luxuriösen Dinner gab es als Nachtisch gleich drei gigantische Torten. Aber das war noch längst nicht alles. Auch für Unterhaltung war mit einem Zauberer gesorgt. Obendrein gab es von Heidi noch ein Geburtstagsständchen, höchstpersönlich. Auch beim Geschenk hat sie sich was ganz Spezielles einfallen lassen. Eine goldene Amulettkette mit einer Manga-Karikatur der Zwillinge. Tom and Bill! Happy birthday! Schauspieler Dwayne The Rock Johnson hat in einem 11-minütigen Video auf Instagram verkündet, dass er, seine Frau und seine Töchter an Corona erkrankt waren. The Rock bittet und ruft dazu auf, mehr diszipliniert zu sein. Er sagt unter anderem: Now apply even an even greater discipline to having people over to your house. So now what we're gonna do, and believe me, I was disciplined, strict and stringent before, but now this household, there's gonna be new rules that I'm implementing. And I pass this on to you guys. If you guys are having family and friends over to your house, you know them, you trust them, they've been quarantining just like you guys, you still never know. You never know. So take an even aggressive measure, have them tested, get everybody tested before they come over, have them tested the day before, and if they test positive, you stay away. If you don't, then you come over. So those are some of the things that we're going to be doing, again, because you never know. Auch andere Promis wurden bereits Covid-19 positiv getestet. So soll Champions League-Finalist Neymar sich in seinem Ibiza-Urlaub infiziert haben. Ebenfalls an Corona erkrankt waren Schauspielerin Alyssa Milano und Madonna. Ihr Posting auf Instagram wurde übrigens im Nachhinein von der Plattform gelöscht, da sie komische Aussagen zu einem angeblichen Heilmittel gegen das Coronavirus machte. Aber nicht nur Hollywood-Stars hatten bereits Corona. Auch deutsche Promis wie Moderator Johannes B. Kerner oder Comedian Oliver Pocher waren betroffen. Schauspieler Tom Beck und seine Ehefrau Crisanti hatten sich auch mit dem Coronavirus infiziert. Tom hat es am Anfang aber gar nicht gemerkt. Dann habe ich mich testen lassen und wurde dann positiv getestet und dachte so, echt, das gibt's doch gar nicht, ey, das kann doch nicht sein. Ich habe auch keine Symptome gehabt. Dann fing es auch an mit Kopfschmerzen und ich hatte dann drei Tage Fieber, so 39,7,8 oder so. Das war schon relativ hoch für meine Verhältnisse. Ich habe eigentlich eher ganz selten Fieber und habe dann halt auch fiebersenkende Mittel genommen, damit das ein bisschen besser wird. Aber nach drei Tagen war das dann auch vorbei und dann konnte ich wieder alles machen. Ich habe gemerkt, dass meine Stimme sich leider, oder das heißt leider, es hat sich ein bisschen verändert. Ich habe den Stimmsitz ein bisschen verloren. Das merkt man jetzt wahrscheinlich in der Regel nicht, wenn man nicht gerade Sänger ist. Ich habe so unten in der Tiefe so zwei Töne haben mir gefehlt. Irgendwie. Ich hatte keine Tiefe mehr. Ich habe irgendwie so alles, also der Stimmsitz war irgendwie höher, was super strange war. Und ich habe natürlich dann halt auch nichts mehr gerochen und nichts mehr geschmeckt, was auch viele als Symptome angegeben haben. Kein Corona hat Sängerin Shireen David, dafür aber eine starke Message. Auf Instagram teilte sie ein Foto von sich und Rapper Farid Bang beim Schachspielen. Dazu schreibt sie, für den richtigen Mann interessant machen. Damit spielt sie auf die sexistische Instagram-Story von Rap-Kollege Bones MC an. Denn dieser teilte erst kürzlich, dass Frauen heutzutage nichts könnten und nur Frauen, die Schach spielen, sexy wären. Wir bei Place to Be finden es dagegen sexy, wenn man seine Stimme erhebt und für Werte einsteht. Besondere Bewunderung verdienen dabei die mutigen, oft sehr jungen Demonstranten in Weißrussland. Sie demonstrieren seit Wochen gegen die gefälschte Wahl von Diktator Lukaschenko. Mein Kollege Paul Ronsheimer fragte die von Gewalt und Willkür bedrohten Demonstranten in Minsk, warum sie keine Angst haben. We're not afraid because when we are a lot of us, they can do anything. They can't separate everybody, because our unity is the key. Um die Zukunft geht es auch diese Woche in unseren Insights. Konkret um Kinder und wie Promi-Mütter mit den Wundern der Schwangerschaften und Geburten umgehen.
Sängerin Katy Perry hat letzte Woche ihre erste Tochter Daisy Duff Bloom zur Welt gebracht. Erst im vierten Monat hatte sie die Schwangerschaft mit Freund Orlando Bloom via Instagram verkündet und seitdem immer wieder Einblicke in ihre Schwangerschaft gegeben. Dabei hat sie ihr Gewicht in einem Interview scherzhaft sogar schon mit Filmheld Shrek verglichen und zeigte sich auch immer wieder sichtlich erschöpft. Also wir von Place to Be finden, Katy sieht sowohl mit als auch ohne Babykugel toll aus. Auch Supermodel Gigi Hadid und ihr Freund Zayn Malik erwarten ihr erstes Kind. Gigi ist mittlerweile im 9. Monat und hat es eine lange Zeit geschafft, ihre Babykugel vor ihren Followern unbemerkt zu lassen. Viele Fans waren nämlich überrascht, dass sie nie Gigis Babybauch erkennen konnten. Wie sie das hinbekommen hat, hat sie in einem Live-Video gezeigt. Everyone's like, oh, you didn't look pregnant in your jumpsuit on your last live. That's because this way, I'm gonna look normally how I look in this. The reason I said it's a different story is like, okay, there's my belly, y'all. Like, it's there. It's just that from the front, it's different, you know what I mean? Während die einen ihren Babybauch verstecken, sprechen die anderen ganz offen über ihre Gewichtszunahme. So hat YouTuberin Paola Maria ihrer Community erst kürzlich verraten, dass sie bei ihrer zweiten Schwangerschaft bisher insgesamt 10 Kilo zugenommen hat. Bei ihrer ersten war das anders. Ich überlege, war ich damals schon über 20 oder so. Model Ann-Kathrin Götze ist knapp 3 Monate nach der Geburt von Sohn Rome schon wieder rank und schlank. Aber auch sie verriet, dass sie in der Schwangerschaft rund 20 Kilo zugenommen hat. Letztlich ist die Gewichtszunahme aber auch vollkommen egal. Wichtig ist, dass die Kinder am Ende gesund zur Welt kommen. Nach der Schwangerschaft wollen viele Frauen wieder ihre alte Figur zurückgewinnen. So auch Influencerin Sarah Harrison. Erst vor kurzem hat sie ihre zweite Tochter Kyla zur Welt gebracht und zeigt nun ihren After-Baby-Body. Dazu schreibt sie, für mich einfach ein Wunder, was der weibliche Körper alles leistet und in so kurzer Zeit alles meistert. Ich fühle mich gut, meine Narbe verheilt super und schmerzt nicht mehr doll. Meine Hormone pendeln sich ein und meine Kilos verschwinden nach und nach. Model Scarlett Gartman-Reuss ist seit etwas über einem Jahr Mutter und hat schon wieder eine Top-Figur. Uns hat die Ehefrau von Nationalspieler Marco Reus erzählt, wie man nach der Schwangerschaft ganz schnell zur perfekten After-Baby-Body-Figur kommt. Was hat sich in deinem Leben als Mutter eigentlich verändert? Also mein Leben als Mama hat sich auf jeden Fall komplett geändert. Ich meine, alle, die Kinder haben, werden das kennen. Es dreht sich natürlich alles um die kleinen Mäuse und es ist alles neu und aufregend und spannend. Man ist natürlich nicht mehr ganz so spontan wie vorher, aber es ist einfach die schönste Zeit überhaupt, muss ich sagen. Welche Tipps würdest du angehenden jungen Müttern geben? Also in erster Linie lasst euch nicht reinreden, weil alle wollen euch Tipps geben, alle wissen es besser. Hört auf euer eigenes Bauchgefühl, das ist meistens sowieso richtig und denkt einfach daran, jeder muss erstmal sich in diese Rolle einfinden. Es ist noch nie die perfekte Mama geboren worden und jeder fühlt sich auch mal überfordert, auch wenn man auf Instagram vor allem immer sehr beeinflusst wird und denkt, alles ist immer perfekt. Das ist totaler Quatsch, mit Kindern läuft nie alles perfekt und auch vor allem nie alles nach Plan. Von daher würde ich einfach, oder ist das Wichtigste, glaube ich, was ich allen neuen Mommis mitgeben kann, hört auf euch selbst und lasst euch überhaupt nicht beeindrucken von irgendwelchen anderen Sachen. Schläft deine Tochter eigentlich schon durch? Also die ersten 8 Monate hat sie mega, mega, mega geschlafen. Wir haben die abends um 10 hingelegt und die ist morgens um 10 wieder wach geworden, ohne ein einziges Mal wach zu werden. Das ist leider nicht mehr so momentan oder seitdem sie Zähne bekommt. Ist das eher die Regel, dass sie vielleicht so 1-2 Mal, wenn ich Glück habe, wach wird. Wenn ich Pech habe, wird sie aber auch 10 Mal wach. Also da gibt es gar nicht so so ein Rhythmus oder so eine Regel, sondern es ist wirklich total unterschiedlich. Scarlett hat aber auf jeden Fall einen Tipp, der zum Einschlafen hilft. Mein Tipp auf jeden Fall zum guten Schlafen für die ersten Monate ist auf jeden Fall Puppen. Bei uns hat das wirklich Gold wert gebracht. Wir haben sie halt bis zum 8. Monat gepuppt und das war mega. Also sie hat super entspannt und ruhig geschlafen und halt gut geschlafen. Das wollte sie natürlich irgendwann nicht mehr, deswegen ist es jetzt anders. Aber die ersten 8 Monate, kann ich euch sagen, war Puppen auf jeden Fall unser Geheimtipp. Und versucht es einfach mal aus. Ich denke mal, das geht nicht mit jedem Kind. Aber viele Kinder finden das auch schön, wenn die so ein bisschen kuschelig eingemuckelt sind und so ein bisschen an dieses bauchähnliche Schlafen irgendwie da. Anlässlich des 90. Geburtstags ruft die Spielzeugmarke Fisher-Price dazu auf, kaputtes Spielzeug zu spenden. Aus dem recycelten Material entsteht unter anderem Spielzeug für das von Ein Herz für Kinder unterstützte Kinderhaus Pusteblume. Auch Scarlett unterstützt diese Aktion. Uns hat sie außerdem erzählt, wie sie im Alltag auf Nachhaltigkeit achtet.
Bei mir ist es zum Thema Nachhaltigkeit auf jeden Fall Plastik. Ich achte extrem darauf. Früher hatten wir zum Beispiel Plastikflaschen. Zu Hause gibt es gar nicht mehr. Wir haben nur noch Glasflaschen. Wenn ich einkaufen gehe, habe ich das Obst früher immer in Tüten gepackt. Mache ich auch nicht mehr, sondern packe das Obst direkt in meinen Einkaufswagen, anschließend in meine Tasche. Und ja, da ist auf jeden Fall bei mir ein riesengroßer Wandel zu früher. Dann, weiß nicht, wir benutzen zum Beispiel Bambuszahnbürsten anstatt normale Zahnbürsten. Also es sind Kleinigkeiten und ich bin damit sicher auch noch kein Vorreiter. Da gibt es ja welche, die sich da viel, viel intensiver schon mit auseinandergesetzt haben und ihren kompletten Lifestyle dahingehend geändert haben. Das ist bei mir noch nicht der Fall, aber ich bin auf jeden Fall total offen dafür und versuche jeden Tag so ein bisschen mehr in die Richtung zu gehen, um mich einfach da noch mehr zu, ja, auseinanderzusetzen. Übrigens, für gestresste Mütter hat Scarlett folgenden Beauty-Tipp. Mein persönlicher Beauty-Tipp für gestresste Mütter ist auf jeden Fall, dass man sich versuchen sollte, sich ein bisschen Zeit für sich selbst zu nehmen, weil ich glaube, nur wenn es einem selber gut geht, strahlt man das auch nach außen hinaus und hat einfach so die Power für, ja, für den Alltag mit Kind und alles, was so drumherum ist. Von daher nehmt euch einfach die Zeit, wenn ihr die braucht, geht zur Massage, gönnt euch, keine Ahnung, einen schönen Spaziergang, irgendwas für euch. Das tut auf jeden Fall gut oder verbringt einen schönen Abend mit eurem Partner, mit euren Freundinnen, dass ihr einfach ein bisschen rauskommt. Ich glaube, dass das ganz, ganz, ganz wichtig ist und dass man nur, wenn man von innen strahlt, das auch nach außen strahlen kann. Von daher ist das, glaube ich, so mein erster Beauty-Tipp. Und wenn es mal wirklich an Augenringe oder so geht, dann kann ich euch einfach nur diese Augenpads von egal wem empfehlen. Ich finde, die machen immer gerade so bei Mamis, wenn man eine schlechte Nacht hinter sich hat, dann bewirken die wirklich Wunder, weil die einfach ein bisschen strahlen lassen. Also einmal eure Seele und einmal die Augenpads. Ich glaube, dann geht's euch hoffentlich allen gut. In unserer Inspiration of the Week teilen Mütter starke Fotos auf Instagram. Auf Social Media sieht man oft, wie Promi-Mütter nach der Schwangerschaft in kürzester Zeit zu ihren ursprünglichen Figuren zurückkehren. Dass eine Geburt dennoch oft Spuren hinterlässt, zeigen die Mütter Mary Lawless Lee und Kate Regan auf ihren Instagram-Accounts. Sie posten ganz offen und stolz Fotos ihrer Kaiserschnittnarben. Mary, Mutter der einjährigen Tochter Navy, schreibt: Unabhängig von der Größe und Form haben wir alle Narben von Geburten. Und Kate, Mutter eines einjährigen Sohnes, postet: Meine Narbe ist einer meiner liebsten Teile von mir, weil sie mir Wave gegeben hat. Es ist eine Geschichte, auf die ich stolz bin. Alle Geburten sind schön und heilig. Lasst euch von niemandem etwas anderes erzählen. Wir finden, damit verbreiten die beiden eine super Message in der oft zu oberflächlichen Instagram-Welt. Das war's auch schon wieder von Place to Be Stars und Stories. Wenn du noch mehr Stars und Stories möchtest, dann folg uns auf Instagram @placetobe.